Hier, dann hier hoch. Ah, ganz vergessen, das hier noch abzubauen. Hier oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ja doch, da sind noch Vasen und Eisen. Oder Silber. Keine Ahnung, ich kann den Unterschied nicht festhalten. So, hier noch gerade abbauen. Alles easy, alles peasy. So, bauen wir uns gerade weg. Dann hier hoch. Und schon können wir uns irgendwelche Blöcke abbauen. Oh, das sind Stone Blocks. Okay. Dann vergessen wir das mal hier. Aber wir können auch noch die Dinger zerstören. Vasen! Ah, Münzen. Ja. Übrigens habe ich mir auch vorgenommen für die Aufnahme hier den ersten Dorfbewohner oder den ersten... ja, Mitbewohner einziehen zu lassen. Und zwar den lieben netten Guide. Und soweit ich weiß, braucht man dafür nur einen Tisch und zwei Stühle. Oder sogar nur einen Stuhl, glaube ich. Und das werde ich auch in dieser Aufnahme hier machen. Falls wir denn soweit noch kommen. Weil die Höhlenexpedition, die sieht ja schon mal sehr ergiebig aus. Und vielleicht dauert die ja auch sehr lange. Das weiß man ja alles vorher nicht. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, wie das denn so ist. Ich kann ja vielleicht auch ein Thema bequatschen. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, ja, sobald, wobei man hier bei dem Let's Play, glaube ich, eher weniger von interessant reden kann. ja, kleiner Selbstdiss. Auf jeden Fall, meins. Slime, 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 kill all the Slimes. Hey, let me kill you, Slime. Au, au, au. No, you did. Lol. I got no much life, I have to do. Alter. This stuff, and now you can't go up, cause I'm a motherfucker. Dein Vater ist ein richtiger Motherfucker. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm schon, zeig dich, komm her, hey, hey, du Lauch, hey, 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 hey. Ja, ich brülle gerade irgendwelche Scheiße ins Mikrofon rein. Sehr gut, Günther, yes. Fein, Scheiße reinbringen. Kommt immer gut. So, okay. Der Aufweg ist schon mal, oder der Raufweg ist schon mal gesichert. Mega Sprung. Das war der Sprung. Von Juan entwickelt. Dem Juan-Sohn. Hier oben ist auch nichts mehr. Doch, da, da ist noch was. Was ist das hier denn erstmal? Eisenherz. Lol, das ist ja auch noch überall Eisenherz. Ich bin so ein Bobby und erkenne das nicht, ey. Shonen Bobby bin ich, Shonen Bobby. Das ist Silber. Wofür braucht man denn Silber? Ja, wahrscheinlich kann man daraus Münzen machen oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich auch sehr praktisch. Bauen, 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 bauen. Hey, ja, kann mal ein bisschen gehen. War ein anstrengender Tag für mich. Sehr, sehr anstrengend. Ich bin komplett fertig. Ja. Eine Stunde geschlafen, gerade einen Marathon gelaufen und so. Standard halt, ne? So, genau. Drei Dinger sind da noch. Die magische Zahl 3. Gott, das ist in der Kirche eine magische Zahl. Das weiß ich sogar noch. Mensch. Hab ich ja, eine Bildung erfahren. Das ist ja unglaublich. So, und jetzt... Eisenerz! Was ist das denn? Ist das auch Eisenerz? Weiß nicht. Wo die Fackel dran ist. Muss ich mal gucken. So, abbauen, 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 abbauen. Alter, aber ohne Witz, die Höhlentour, die ist hier schon sehr lohnenswert. Hauptsache, wir holen uns hier keine Lohn hin. Nicht auch noch in Terraria. Los, lasst euch schletzen, ihr kleinen blauen und roten Viecher. Auch bekannt als rote und blaue Slimes. So. Wieder hier Mini-Jump'n'Run. Diesmal habe ich es geschafft. Was ist denn das jetzt? Ne, das ist Stoneblock. Aua. Das wirkt aber so hell und so metallisch irgendwie. Vielleicht liegt das auch nur an der Lichteinstrahlung von der Fackel. Komm her, kommt her. You shall not come hier rauf. Bam, alle gleichzeitig schlagen. Ich bin so ein Pro. Ich bin der Pro und du nicht. Okay, diese Aufnahme labere ich aber wirklich relativ viel. Krankenscheiß.
Einfach weil ich es kann. So, dann hier ein bisschen abbauen. Dann kommen wir auch unten zum Kupfer hin. So, gar noch die letzten Dirtblöcke. Letzten Dirtblöcke weg, danke. Und jetzt haben wir ordentlich viel Kupfer zum Abbauen. Hell yeah. Einmal noch Fackel hinklatschen. Und schon wird weiter abgebaut. Oh, und da oben kommt wieder ein Slime, ey. Die Viecher sind so nervig. Das sind keine Bedrohungen, die nerven einen beim Abbauen. Das sind doch Scheißgegner. Oh, Mastersprung, ne? Ich bin ja voll der Master Chief. Ah, was ist das denn? Ach so, Cobweb, also Spinnennetze, glaube ich. Ja, das macht auch Sinn, wenn ich dann runter, so langsam darunter slide. Slide! Weg hier, weg hier. Vogeln setzen. Ja, spürt das Wasser. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, bam. Oh Gott. Alter, ich werde ja voll gegangbangt von den Leuten. Gebangangt. Auch sehr schön. So, Spinnennetze weg. Jetzt doch. Alter, ich setze immer Fackeln und zerstöre sie dann kurz auf, ne? Schlecht Angewohnheit in Terraria. So, Moment. Hier links ist da noch irgendwas. Dann gucken wir da nochmal erst. Oh ja, da ist noch was. Da. Lol, das ist ein Raum. Okay, den schauen wir uns gleich sofort an. Da oben ist noch ein bisschen Erz. Ah, okay, da ist noch eine Statue drin. Okay. Da muss ich gleich hingehen. Das muss schon mal jetzt gemerkt sein. Da werde ich nämlich hingehen, sobald ich hier das Kupfer abgebaut habe. Und bauen, bauen, bauen. Wir bauen das ab. Und weil wir es... Ach, komm. Weil wir es abbauen, kommt so ein scheiß Wurm und zerstört wieder unsere Laune. Oh yeah. Ah, das sind zwei sogar. Freut man sich doch gleich umso mehr. Wieso baue ich gerade... Nee. Ich hatte gerade das Gefühl irgendwie kurz, dass ich dann langsam abbaue. Ach, lol. Was lagen da für Sachen rum? Wie lagen da so viel Money rum? Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Wieso lag da so viel Geld rum und so eine komische radioaktive Leuchtstange? Wie man die aus Kraftwerken kennt. Ich bin verwirrt. Ja, manchmal sind Videospiele halt verwirrend. Find dich damit ab! Ach, komm! Verschwinde doch mal, ich will hier in Ruhe abbauen. So. Dann, Fackel. Oh. Ja, jetzt Container! Juhu! Okay, das ist ziemlich geil. Ah, nee, muss ich ja mit dem Hammer ab. Da, komm! Scheiße, ich kann mich nicht mehr heilen, ne? Oh Gott. Oh Gott, nur 13 Leben habe ich. Oh Gott, okay, eins habe ich geschnetzelt. 11 Leben habe ich noch. Noch ein bisschen. Ja, das habe ich auch geschnetzelt. Okay, dann kann ich jetzt hier noch in Ruhe ein bisschen abbauen. So, 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 so. Ja, da unten ist noch Kupfer, aber das hole ich mir jetzt erstmal nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, erstmal vorerst genug Kupfer gesehen. Vor allen Dingen, da hier noch ein Herz rumliegt. Fettes Herz. Na los, komm. Juhu! Fettes Herz ist fett. Müssen wir da noch oben reinkommen? Ja, gehen wir mal von oben aus rein. Was soll's denn? Was soll denn der Geiz? So, was ist da runter denn noch? Ist da noch irgendwie ein Material? Eisenerz ist das, okay. Ich muss jetzt immer sehen, bis der Name eingeblendet ist, sonst weiß ich nicht, was es ist, ob das Eisen ist oder Silber oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. So, jetzt muss ich noch hier hochkommen. Da. Ach komm. Springen und springen und... Okay, das war zu niedrig. Springen und springen. Yeah, I got jumping skills. And I can jump all over the world. Ja. Also. Wenn in einer Aufnahme Trash gelabert wird, dann in dieser hier.
Ja, ein DayZ hier. Ja, wechsel doch. Geht doch. Ich hasse es, wenn man Leertaste, nicht Leertaste, wenn man die linke Maustaste schon gedrückt hat, und dann, ja, den Ausrüstungsgegenstand wechseln will. Das geht nämlich nicht. Das kotzt mich immer richtig an. Oh. Cool. Regeneration Band. 3 Defense. Geil. 10 Eisen. Ne, Silber. Geil. Schurken. Geil. High Potion. Swiftness Potion. Hatten wir auch schon. Und 57 Goldmünzen. Hallo, das ist nämlich doch mal ein gutes Willkommensgeschenk. So, machen wir auf. Na, Kleiner. Komm her, komm her. Pop. 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 Und dood. Ja, das war einfach. Jetzt mich auch mal mein Herz in die Hand, ne? Einfach mal kurz den Brustkorb greifen und das Herz in die Hand nehmen. Bring! Okay, hier ist nichts mehr. Was ist das eigentlich? Ist das Lehm? Das ist Mudblock. Ah! Okay. Ach ja, die Kiste kann ich auch noch mitnehmen. Jetzt nix wie raus hier. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Hey! Habe ich genug gescheffelt für eine Höhlentour? Ich weiß, ich habe schon 20.000 gemacht, aber ich habe da fast... LOL! Das sind Fische. Fischies! Bam! LOL! Kommt dann roter Slime einfach runter, ey. Alter, was für ein Wichser, was für... Oh, jetzt auch ein blauer Slime, ey. Die sind alle so Wichser, ne? Nein! Jetzt komme ich da nicht drauf. So. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Jumping Skills beweisen und mir gleich eine fette Kupferrüstung oder so machen. Oder Eisenrüstung, hahaha. Silberrüstung, wenn das geht. Silberrüstung, wenn das geht. Ich glaube, ich weiß den Weg sogar noch raus. War jetzt auch nicht so schwierig zu merken. Ist hier nicht ganz so verwirrend, so mit den Höhlengängen. Ja, oh, jetzt hier ist es ein bisschen dunkel. So. Keine Ahnung, wo das Wasser jetzt hinfließt. Hoffentlich nach Afrika. Die brauchen es da am meisten. Ist das jetzt hier noch Eisen, oder? Nee. Sieht immer so hell aus, wenn das in der Nähe von der Fackel ist. Und sieht das total eisenrig aus. So ein bisschen so wie Eisenhower sieht das dann aus. Ah nee, da unten muss ich lang, genau. Ja, habe ich nicht mehr den exakten Weg gewusst, ne? Ja. Oh, jetzt muss ich noch gerade an dem gelben Klumpen vorbei. Ich war gelber Klumpen. Tschüssi, gelber Klumpen. Ach nee, hier geht's ja auch noch weiter, ne? Machen wir gerade Licht. Oh nö, das wird zu viel Wasser. Oh, ich kann voll gut springen. Ja, und da ist eine Qualle. Waren die nicht irgendwie gefährlich? Ist die, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Strom erzeugen könnten oder sowas. Und ehrlich gesagt, bin ich da nicht ganz so scharf drauf. Ja, weil dieses elektrisierende Erlebnis will ich lieber niemals erleben. So, jetzt sind wir auch gleich oben. Dann, Moment, ich muss noch kurz was gucken. Okay. Dann wird noch kurz das Ding gleich gebaut für den Charakter, für den Guide da. Und dann kann er auch schon bei mir einziehen. Yay, ich habe einen Lebenspartner. Vor allem, da ich eine Frau bin. Vielleicht ist das ja wirklich mein Lebenspartner. Oh nein! Nicht der komische Guide, der ist voll hässlich. So, sind wir gleich oben. Euch schneit's ja schon, ne? Ach stimmt, ich hab ja Schneebiom. Wieso? Ich will kein Schneebiom. Ich will... Oh, der Guide ist ja schon bei mir eingezogen. Oh, kann's vergessen. Ja gut, dann beende ich jetzt hier die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal. Wann es heißt, Let's Play Terraria. Haut rein!